Ich war bei Rossmann einkaufen und hatte ein bisschen was, was ich euch zeigen kann. Und was das ist, das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und ich möchte dir meine übrigen Sachen zeigen. Warum übrig? Ich verlinke dir mal hier mein Video von meinem Zweitkanal, falls du den noch nicht kennst. Und das sind alle Essenssachen. Und da jetzt das hier nicht so gut auf meinen Zweitkanal passt, habe ich mich entschieden, zwei Videos zu machen. Und du schaust mal, wie schon erwähnt, unter das i. Dann findest du mein Video auf meinem Zweitkanal. Falls du den noch nicht kennst, ich würde mich über dein Abo natürlich freuen. Und wir legen los mit etwas, was leider nicht vegan ist. Ich bin so ein Idiot. Ich habe mir noch gedacht, so, sind die vegan oder sind sie es nicht? Ich musste echt überlegen. Und man müsste jetzt mal nachforschen, was da wirklich an Inhaltsstoffe drin sind. Also der Rossmann hat ja jetzt auch angefangen. Man muss es wie früher machen, Hand dahinter. Rossmann hat ja jetzt auch angefangen, die Sachen auf der Homepage als vegan zu bezeichnen. Ist natürlich super geschickt. Da steht nichts. Also ist es auch nicht vegan. Man sollte auch im Voraus gucken. Also das Trockenshampoo von DM, das ist vegan. Also das könnt ihr auf jeden Fall ohne Bedenken holen. Das hat 1,75 gekostet. Wird jetzt wahrscheinlich die Zuschauer, die vegan sind, hier nicht jucken. Dann war auf Alterra auch eine Sonderaktion. Also es gab einmal auf Enerbio, Video findest du hier, wie schon erwähnt, und auf Alterra 20%. Und ich hole mir ja hier auch dann immer Produkte, die ich für euch dann teste. Zum einen Gesichtswasser. Und zwar ist das Hammamelis Lotusblüte. Also ich habe zwar jetzt gerade so ein Lieblingsgesichtswasser, was aber relativ pricey ist. Und ich probiere halt natürlich für euch immer auch Produkte aus, die ja, preisgünstiger sind auf jeden Fall und die leichter zu bekommen sind. Und das hat gekostet 1,83 €. Dann habe ich Triple Hyaluron Booster geholt, statt mal einem Serum. Also ich bin ja auch so ein Hyaluron-Junkie eigentlich. Also ich merke das immer, wenn kein Hyaluron in der Inhaltsliste von den Produkten ist, die ich mir hole. So sieht das Ganze ohne Verpackung aus. Na? Will nicht. Hat keine Chance. Geht nicht. Dann lassen wir es. Wenn ich merke, dass kein Hyaluron irgendwie in der Inhaltsliste ist, dann wird ein Produkt bei mir schon auch immer so ein bisschen uninteressant, was eigentlich Blödsinn ist, weil es gibt genug Inhaltsstoffe, die einfach bessere Arbeit leisten. Das ist eben jetzt mit Hyaluronsäure. Also soll jetzt der Oberknaller sein. Bin ich gespannt, werde ich für euch auf jeden Fall testen. Finde ich nicht. Ist nicht gut. Doch hier 3,19 €. Also es war natürlich ein bisschen teurer und ich werde dir am besten hier auch mal meinen Alterra-Ordner verlinken mit den Produkten, die ich bis jetzt schon vorgestellt habe. Durften drei Produkte sein, ja. Dann ist es bei mir im Moment so, ich verwende im Moment keine Menstruationstasse. Ich habe keine gescheite, also ich habe schon, aber mit der komme ich nicht mehr zurecht. Und wenn ich mir jetzt irgendeine kaufe, es gibt Gruppen auf Facebook, ich weiß, wo man das gucken kann und so weiter, aber damit wollte ich mich irgendwie noch nicht auseinandersetzen. Setze mich aber gerade mit dem Thema auseinander, Bio-Tampons. Normalerweise kaufe ich mir die von Einhorn, die waren jetzt wesentlich günstiger hier von Cosmea. €2,79. Ich meine mal, die von Einhorn kosten über 3 €. Und da sind auch 16 Stück drin.
Dann habe ich gekauft Frosch. Und zwar habe ich mehrere Kleidungsstücke, die ich halt mit Handwäsche waschen muss und mit einem Wollwaschmittel eben. Da ist eine Wollhose sogar dabei und mir hebt es immer wahnsinnig lang. Also ich habe mir mal überlegt, diesen Ball zu kaufen, den es auf Amazon gibt, aber ich war da auch noch so ein bisschen vorsichtig. Also bis jetzt bin ich noch bei Frosch hängen geblieben und das gute Froschfein und Voll Fein- und Wollwaschmittel hat gekostet 3,95 €. Das war nicht runtergesetzt. Ich habe inzwischen meinen ASMR-Kanal wieder aktiviert und eigentlich bin ich niemand, der Zeitschriften kauft. Aber ein Wunsch war einfach, dass ich ein Video mache, wo ich blättere. Es klingt jetzt ganz blöd, wenn jemand keine ASMR empfindet oder auch nicht guckt. Klingt es sehr abstrakt, aber falls du selber ASMR guckst, ich verlinke dir mal meinen ASMR-Kanal da unten, schaust einfach mal rein. Und da habe ich mir die Zeitschrift gekauft für 2,80 €. Normalerweise hole ich mir gar keine Zeitschriften mehr. Und mir ist so, dass diese Couch extrem dünn geworden ist. Also die hat extrem an Dicke gelassen. Das ist echt der Hammer. Also Print hat es inzwischen so schwer. Das ist der Hammer. Das war mein kleiner Einkauf. Denkt nochmal daran, unter dem i befindet sich der Einkauf, den ich auf meinem Zweitkanal habe. Falls du den noch nicht kennst, guckst du einfach mal vorbei. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!